Moinsen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zu FIFA 16 Ultimate Team. Wir befinden uns am Ende von dieser Saison in Liga 6. Wir haben noch zwei Spiele Zeit, um den Aufstieg klar zu machen. Die müssen wir beide gewinnen. Und das erste Spiel, davon nehmen wir heute mal direkt in Angriff, würde ich sagen. Den Klassenerhalt haben wir auf jeden Fall geschafft, ne? Also da müssen wir uns keinen Stress machen. Und in der nächsten Saison spielen wir gleich von Anfang an mit dieser Aufstellung. Und es funktioniert einfach besser. Wir sind defensiv super stabil. Im Moment nur vorne mit der Chancenverwertung, mit dem Chancenrausspielen klappt es noch nicht so richtig. Und wir schauen mal, auf wen wir heute treffen, gegen Lion Pride, okay? Seit September 2015 dabei. Er spielt in Rot, wir spielen in Gelb. Und er spielt auch eine Premier League Mannschaft im 4-4-2. 82er Bewertung mit Martial vorne. Silva natürlich im Mittelfeld und Özil, ah cool. Oxlade-Chamberlain war das auf der linken Seite, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ich konnte so schnell gar nicht gucken. Ah, da wollte ich den Ball direkt zurückgeben, hat nicht geklappt. Ups, Walcott nimmt uns da den Ball weg. Ist natürlich sehr viel schneller als Schweinsteiger. Ja, da vorne war, glaube ich, schon Abseits mit Costa. Ach, war kein Abseits, aber da kommen wir nicht durch. Oh, da macht er uns freiwillig Platz. Nicht sehr süß von ihm. Oh, dann kriegen wir einen Pass da nicht vernünftig durchgedrückt. Aber wenigstens können wir hier den schnellen Gegenstoß verhindern. Oder Mendy war nämlich gerade richtig weit vorne. Keine Ahnung warum. Den Pass hat Fabregas abgefangen. Und ob wir einen schnellen Pass spielen oder nicht, ist eigentlich egal. Ne? Unsere Spieler haben immer so ein bisschen Probleme mit der Ballannahme. Da kommt er zum Schuss. Da hätte Kompany ein bisschen aggressiver sein dürfen, finde ich. Wollte er aber nicht. Da vorne steht Rooney frei. Muss man ein bisschen doller treten. Der steht nämlich immer ziemlich weit vorne, der gute Mann. Boah, der Pass hätte ankommen dürfen, finde ich. Ach Gott, Kommunikation hier hat nicht geklappt. Oh, und Rooney, schade. Eigentlich eine gute Vorlage. Ach, wieso habe ich denn da schon Innenverteidiger plötzlich von FIFA zugewiesen bekommen als zuschauenden Spieler? So, da muss jetzt jemand dran, sonst ist er nämlich drin. Ah, da habe ich nicht gut verteidigt. Definitiv nicht. Aber meine KI-Kollegen wollten mir da auch nicht wirklich aushelfen gerade. Ja, deswegen jetzt einfach für den Gegner. Ja, oder Mendy rennt da komplett am Martial vorbei. Und Kompany kommt da einfach nicht mehr. Der ja Koscielny kriegt den Kopf nicht dazwischen. Also, keine Ahnung warum. So, hier haben wir auf dem Flügel Platz. Ja, dahin sollte der Ball eigentlich nicht, aber hey, was soll's. Ach, Otamendi, ne? Das ist die Ballannahme. Da auch, was soll denn das? Wieso rollt denn der Ball so weit vorbei? Der Pass war eigentlich ziemlich gut dosiert. Der hätte nicht so weit überschießen dürfen. Auch, ne? Es ist einfach, weiß nicht, zu leichtfertig da in der Ballannahme. Wow, für wen war der denn? Hätte Rooney da echt rankommen sollen. Ich dachte, er legt locker für Fabregas vor. Das sah nämlich so aus, als wenn er da starten wollte. So, unser Gegner hier hat jetzt natürlich ein bisschen mehr Zeit. Och Gott. Das war ja wohl schlecht gemacht, apropos schlecht gemacht.
Oh Mann, da wären wir beinahe dran gewesen. Da bin ich aber schön zur Seite gegangen, ne? Also er dribbelt sich da wunderbar durch immer. Das ist eigentlich ziemlich schwierig zu sehen, wo der Ball am Ende ankommt. Da kann den vielleicht jemand. Was macht da meine Abwehr da? Da bekommt niemand den Ball unter Kontrolle, ne? Also heute ist wieder so ein Spiel, wo das mit der Ballkontrolle überhaupt nicht funktioniert. So, der hat das Ding. Okay. So, Pass auf Rooney. Ja, funktioniert. So, und jetzt müsste aber jemand vorne stehen. Und da, ja, hätte Fabregas beinahe abziehen können. Zuma hatte noch einen Fuß dran. Oh, Koscielny hat sich da verletzt. Ne? Sehr schön an der Schulter. Mal sehen, ob wir den gleich austauschen müssen oder ob der sich wieder einbekommt. So, Memphis Depay will hier William davonrennen. Ja, William, läufst du dich bitte frei? Ich meine, ich habe da sonst keine Anspielstation auf der Seite. So, Fabregas gegen Silva. Da bekommt Silva den Ball. Ups, faul. Da habe ich ihm einfach das Standbein weggetreten. Ich meine, ja, passiert halt. So, da drüben läuft William. Da läuft Costa. Ja, da gerade zu bremsen ein bisschen schwierig. Boah, da wollte ich den Pass spielen. Mann, 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 Mann. Schade, ne? Wenn der Pass da angekommen wäre, da stand einer von unseren Jungs richtig frei gerade. Es wäre so schön geworden. Rooney. Oh, wäre das schön geworden. Ein bisschen mehr auf die Ecke, ne? Dann ist er auch drin. Und hier. Koscielny. Oh Mann, was ist denn das für eine Pfeife? Und da macht das im Nachschuss mit dem Fuß. Ich dachte, er macht den gleich mit dem Kopf. Wollte er aber irgendwie nicht. Keine Ahnung, ne? Und dann sein Klärungsversuch da vollkommen daneben. Und so gut kann Koscielny dann doch schießen, dass er da ins Tor wirft. Also alles offen hier. Schon Vorteile für den Gegner. Upsi. Ja, weiß nicht, da stand ich mit Fabregas eigentlich ganz gut im Passweg, dachte ich. Okay, das war falscher Pass, aber ist egal, Halbzeit ist zu Ende. Koscielny scheint gut zu gehen. Achso, ist noch nicht zu Ende. Ich dachte, es wäre schon der Halbzeit für 4. Wir bringen ihn mal zu Rooney. Ah, da läuft er direkt rein. Zum Arsch. So, jetzt aber Halbzeit zu Ende. Zum Glück. So richtig gut war das nämlich nicht. So, wir hatten 2 Schüsse aufs Tor. Einer davon ist reingegangen. Unser Gegner hatte doppelt so viele Schüsse aufs Tor, hat trotzdem nur einen reingebracht. 2 Kämpfe liegen wir im Verhältnis 1 zu 4 hinten. Nice. Passgenauigkeit bei uns 81%. Das ist der einzige Wert, der hier in Ordnung ist. So, guck mal, was macht er? Er dribbelt nicht direkt durch. Och, das macht er mal gut, ne? Diese Richtungswechsel. Da ist der Rea dran. Kein Problem.
Ja, nee, so weit an Rand sollte der eigentlich nicht kommen. Ich meine schon so ein bisschen rechts von der Mitte, aber och, da kann Kompanie einfach den Ball nicht behalten. Nee, es war ein schlechter Pass, aber da, ja, Sanchez, lauf mal bitte. Danke. Oh, das war schlecht, das war schlecht. Da stand ein Gegner dazwischen. Und das ist wieder unser altes Problem, die Ballannahme. So, und jetzt hätte da drüben eigentlich Costa schon mal laufen können, finde ich. Dann hätte ich da vielleicht einen Laufpass spielen können. So, Sturridge gegen Kompanie. Da nimmt Kompanie ihm den Ball weg, zieht aber ein bisschen heftig an Trikot dabei, wie es aussieht. Koscielny kann sich da nicht durchsetzen gegen, wer war das, Martial oder so? Guck mal, da drüben steht doch jemand. Och, was war das für ein Pass? Aber da ist Costa auch nicht richtig gut gelaufen, ne? Wow, das sah aus wie ein Foul. War aber kein Foul. War Ball gespielt, angeblich. Das sage ich hier mit Absicht, angeblich. Okay, absoluter Fehlpass. Och, und der kommt nicht an. Der kommt nicht an. Das ist natürlich schlecht. Fabregas kriegt da irgendwie den Hacken hin, aber ja, war es dann auch schon. Mehr hat er da nicht zustande gebracht. Keine Ballkontrolle. So, Otamendi spielt den ganz locker mit dem Kopf weg. Da stand nur leider niemand auf der Seite. Gael Clichy. Ja, lauft. Oh Costa, du bist so ein Spaß. Erst zeigt er da an und dann läuft er da nicht lang. Ja, sorry, da musste ich mal gerade ein bisschen ausfeind werden hier gegenüber Costa, weil das einfach absolut schlecht von ihm war. Na, er zeigt uns da an, wo er gern den Pass hin hätte und dann spiele ich den auch direkt dahin. Und was macht er? Er biegt so ganz locker ab. Hätte ich auch selber durchgehen können dann, ne? Das wäre in dem Fall besser gewesen. Ich kann ja keine Ahnung, dass Costa da so eine Scheiße macht. Das heißt, eigentlich hätten wir es doch ahnen können. Da verpasst Rooney den Ball. Kriegt er den noch rein? Oh, es geht, es geht. Oh Gott. Ja, schön, schön. Schön ist anders. Ja, jetzt sind wir nicht rangekommen. Schade. Da läuft auch Sanchez, wollte ich sagen. Ist er auch. Und da entscheide ich mich für die falsche Richtung. Och, Mann, ey. Nie, ganz ehrlich. So macht man das, dachte ich. Aber so macht man es auch nicht. Ja, ne, und da können wir nicht im Ballbesitz bleiben, weil die Stürmer des Gegners da einfach viel wendiger sind. Haben wir da jemanden? Da haben wir tatsächlich jemanden. Diego Costa. Och, Walker. Rennt ihn da einfach ganz brutal weg. So, Koscielny. Sehr schön. Ah, da kommen wir nicht vom Verteidiger an den Ball. Oh Mann, dieser Pass. Einfach dieser Pass. Oh Mann, ey, warum versuche ich eigentlich noch mit Costa zu passen? Ja, hier ist Storage durch. Problem. Ach, oh, ja. Sehr gut. Super gut.
Ja, da weiß man nicht, wer dran war, De Gea oder unser Abwehrspieler. Ich weiß nicht, wer wann ist gerade Koscielny. Komm schon, mach den direkt, mach den noch! Mann, ey, so gut rausgespielt und dann nichts draus geworden einfach. Ja, da hinten, genau da. Und dann kann Costa da nicht schnell genug in die Lücke starten. Och, hat mal keinen Anspielpartner. Muss nur irgendwie viel zu weit selbst gehen. Ja, nee, da sollte der Ball auch nicht hin. So, in der Nachspielzeit sind wir unentschieden. Wenn wir das Ding hier nicht noch irgendwie rumreißen, dann sind wir raus. Dann können wir den Aufstieg nicht mehr schaffen. Juni, da drüben. Du bist jetzt unser Mann hier. Ja, passt. Ja, und da ist vorbei. Unentschieden leider nur. Wir haben ein paar echt erstklassige Chancen vergeben durch schlechte Pässe dann hinten im Strafraum. Ja, und hier kommt da am Anfang Martial einfach mit so einem Ding durch. Darf natürlich eigentlich auch nicht passieren, aber wie gesagt, da haben wir schlecht verteidigt in der Situation. De Gea hat uns hier ganz gut im Spiel gehalten, ne? Ja, super gut hat er uns im Spiel gehalten. Na, Koscielny. Achso, das war erstmal Rooneys Kopfballversuch. Ja, hätte vielleicht ein bisschen mehr in die Ecke gemusst, das Ding. Ja, jetzt kommt Koscielny. Da haben wir zum Glück nicht gesehen, wer den Kopfball davor verkackt hat. Auf peinliche Art und Weise. Ja, der Rea, ne? Der fängt mit den einfach locker. Upsi, macht sich ganz lang. Und dann hat er das. Schöner Schuss. Aber der Rea auch wieder da. Er durfte sich heute auch wieder eine Kopfnote verdient haben. Ja, Juni. Oh Mann. Kriegt man beide nicht unter, ne? Und in der Folge können wir dann auch nicht. Oh, es war knapp. In der Folge können wir dann leider auch nicht nachsetzen. Und Rea. So ein Tier. Er lässt sich halt eigentlich verarschen und dann zeigt er einen richtig guten Reflex. Ja, hier, ne? Oh. Hat der ein Glück? Der wäre beinahe durchgerutscht, der Ball. Ja, dann fahren wir da hin, sonst wären wir vielleicht nochmal in Ballbesitz gekommen. Ja, alle unter 7 geblieben. Bis auf De Gea, der hat eine 8-6 und Koscielny, der hat eine 7-8, weil er ein Tor geschossen hat. Also kein gutes Spiel von unserem Team. Schauen wir mal, Schüsse aufs Tor. Hatten wir, jop, 3-4 Stück. Ne? Der von Koscielny natürlich auch. Paraden, De Gea mit 9. Okay. Ja, Klassenerhalt geschafft. Immerhin. Wir gucken mal. Ja, er hatte 7 Schüsse aufs Tor von 10 Schüssen. Wir hatten 4 von 7. Ballbesitz ausgeglichen. Zweikämpfe hatte er fast wieder doppelt so viele wie wir. Fouls haben wir diesmal ein bisschen zugeschlagen. Schussgenauigkeit bei uns 57%. Passgenauigkeit 78%. Nicht so geil. 12 Punkte haben wir damit geholt. Könnten maximal 15 holen, wenn wir das letzte Spiel noch spielen würden. Sparen wir uns, weil für 15 Punkte bekommen wir nichts. Klassenerhalt. Gut gemacht, sagt FIFA. Naja, geht so. Ja, wenn wir vielleicht die ersten beiden Spiele nicht so deutlich verloren hätten. Mal gucken, nächste Saison wird das Ganze hoffentlich besser. Wir haben es auf jeden Fall geschafft, nicht abzusteigen. Das ist ja schon mal gut.
Wir halten uns also so langsam in Liga 6 und diesmal war es auch nicht so knapp wie sonst immer. Und dann gucken wir mal, was wir in der nächsten Saison reißen können auf jeden Fall. Und bis dahin bedanke ich mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen, Jungs und Mädels. Und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal in der nächsten Saison dann wieder mit dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis dann. Ciao.